Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und die heutige Meditation, da werden wir dann gleich einsteigen, ist eigentlich eine Folgemeditation von der Meditation letzter Woche. Das heißt also, diese geistige Welt in dir verankern und aktivieren, da folgt diese Meditation heute drauf. Wenn du also die Meditation von der geistigen Welt noch nicht gemacht hast, dann würde ich dir empfehlen, pausier das Video und mach die Meditation der letzten Woche. Ich verlinke dir dann in den Kommentaren auch noch, also in der Beschreibung nochmal unten. Und sonst kannst du dann gleich mal mitmachen. Also die Meditation steigt eben relativ klar dort ein, wo die erste aufgehört hat. Und da geht es dann eben nochmal darum, dass man nochmal klarer diese Manipulationsenergien löst, dass man in dieser Schwingung der geistigen Welt bleibt, auch wenn man mehr nach außen geht und sich mehr mit der äußeren Welt konfrontiert. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Reise. Also setz und leg dich einfach mal ganz entspannt hin und schließe deine Augen. Atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und erlaube dir wieder in diese Schwingung einzutauchen, die Schwingung, dass die geistige Welt, das Licht in dir verankert ist, dass du in deiner Mitte bist und absolut gereinigt. Und erinnere dich daran, dass deine innere Wirklichkeit aktiviert wurde, dein Kontakt mit der geistigen Welt und sämtliche Manipulationsenergien jetzt mal abgeflossen sind von dir. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Reise. Und in diesem Teil geht es darum, diese Schwingung auch zu halten, wenn du natürlich mit anderen sprichst und anderen begegnest. Und nachdem du dir die Welt so vorstellen kannst, dass es immer ein Ringen um Aufmerksamkeit ist und eigentlich so die große Prüfung ist, wie bleibst du denn in deinem Bewusstsein? So kannst du jetzt einfach mal dir vorstellen, dass das Außen immer spaltet und entzweit. Also im Außen gibt es immer Dualität und im Inneren gibt es Einheit. Das ist so die geistige Welt. Da gibt es Einheit und du bist jetzt eben in der Energie der Einheit und betrachtest jetzt mal die Dualität. Aber nachdem du ja nicht in dieser Einheit sitzen bleiben kannst, dann würdest du dich ja völlig der Welt entziehen, lerne ich dir heute einen Trick. Und das ist ein sehr, sehr alter Zugang. Und da geht es darum, das Licht der Einheit, das Licht der Schöpfung, das Licht der geistigen Welt in allem wiederzufinden, was dir im Außen begegnet. Das kommt so aus der jüdischen Mythologie auch schon, aus der Schöpfung. Gott hat die Welt geschaffen. Alles ist aus Gott. Und mit diesem Bewusstsein konfrontierst du dich jetzt mal dem Außen. Egal, ob das jetzt mal Arbeitskollegen sind, ob das Nachbarn sind, ob das Objekte sind, alles kommt aus Gott und alles trägt dieses Licht in sich. Nichts ist aus einem anderen Geiste gemacht. Alles ist im Wesen
und im Wesentlichen aus dem Göttlichen. Und wenn du dieses Göttliche nicht erkennen kannst in etwas, dann ist es wahrscheinlich künstlich oder vom Menschen gemacht. Das wäre dann so dieses Unbeseelte. Das ist aber nicht böse, das ist nur unbeseelt. Und wenn jetzt jemand eine Meinung einfach wiedergibt, die er zum Beispiel in den Nachrichten gehört hat, dann ist das eine unbeseelte Information, die einfach mehr und mehr Energie erhält und so zu einem Energieelemental wird. Aber das ist dann nicht aus der Quelle und das sollte dich nicht länger berühren. Das ist Manipulation, das ist eine Verzauberung, aber die kommt nicht aus der höchsten Quelle. Also gehen jetzt mal alle diese Meinungen und alle meinungsgesteuerten Menschen, die dir begegnen, einfach mal raus. Nicht die Menschen, sondern die Meinungen der Menschen. Die Verzauberung, die Manipulation der Menschen. Und die können sich ja entscheiden, das gerne weiterzutragen, aber das musst dir du nicht mitmachen. Und das transformiert sich jetzt mal. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Alle Meinungen und Bilder über Erkrankungen, über Alterserscheinungen, über Abnutzungen verlassen jetzt dein System und du wirst klar und kommst ganz in deine Intuition. Atme mal tief ein und wieder aus. Und nun erlaube dir mal, dass du dich selber in eine höhere, gehobene Schwingung bringst. Dass du dein Licht heller machen lässt, dass du es heller strahlen lässt, diese geistige Welt, sodass sie sich noch weiter ausweitet, deinen Oberkörper, Unterkörper hinein. Und du lässt dieses Licht jetzt einfach strahlen. Du stellst dein Licht unter keinen Scheffel mehr. Und in diesem Licht siehst du auch, dass auf der ganzen Welt unendlich viele Lichter ebenfalls zu strahlen beginnen. Und dass alles immer heller und weicher und höher wird. Und du spürst in deinem Inneren, die Stimme, du bist nicht allein. Ich bin stets an deiner Seite und führe dich. Ich habe dich nicht verlassen. Ich werde dich nie verlassen. Ich bin dein wahres Wesen. Ich bin das Licht, die Liebe und die Einheit. Du atmest einmal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein
Und wieder aus. Und du spürst, dass rund um dich alles klarer wird. Und dass du die absolute Verantwortung für dich übernimmst. Dass du das absolute Vertrauen für dich übernimmst. Dass du absolut klar in diesem Licht bleibst. Und so kann die Heilung wachsen. So kann die Liebe wachsen. Und es ist jetzt nicht an der Zeit, irgendjemanden zu bekehren oder jemanden zu inspirieren. Sondern du hast einfach erkannt, welche Kraft du in dir trägst, welche Liebe du in dir trägst, welchen Frieden und welche Zufriedenheit du in dir trägst. Und deshalb bist du völlig geschützt, klar. Und bleibst auch bei dir. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief. Und wieder aus. Und noch ein drittes Mal. Und spüre jetzt nochmal nach, wie diese Energie durch dich durchfließt. Wie du ganz klar und kraftvoll bei dir bist. Und du kannst jetzt eben sehen und wahrnehmen und spüren, dass du absolut geborgen bist, dass du absolut in deiner Schöpferkraft bist und dass deshalb das Außen, egal was ist, keinen Einfluss auf dich hat. Du bist behütet, beschützt und geliebt. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und streck dich mal durch, beweg deine Arme und Beine und erlaube dir jetzt wirklich auch dieses innere Bewusstsein, dieses Licht mit in dein Alltagsbewusstsein zu nehmen, diesen Kern der geistigen Welt. Und wenn du dich wieder gut spürst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich vollkommen klar, zentriert und entspannt. Ja, ich hoffe, du hattest gute Erfahrungen mit dieser Übung und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht oder du hast vielleicht ein Gespür entwickelt zwischen dem Unterschied von innerer geistiger Welt und äußerer Welt. Und schreib deine Erfahrungen einfach in die Kommentare rein. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Wenn du ein Thema für eine Meditation hast, schreib es auch in die Kommentare. Ich freue mich natürlich darüber, mal ein Video dazu machen zu können. Ich wünsche dir eine gute Zeit aus dem wunderschönen Linz und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss und alles Gute!